Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Im letzten Part haben wir die Kirche erreicht, aber naja, wie man es erwartet hat, ist sie versperrt. Dann haben wir natürlich die letzten der 15 Medaillen erschossen, oder abgeschossen besser gesagt, wofür wir die Punisher erhalten haben, kostenfrei. Und wir sind natürlich der ersten Schlange im Spiel begegnet und haben gleich so viel Dusel gehabt, dass ich ein goldenes Hühnerei bekomme. Ich frage mich bis jetzt immer noch, wie ich zu dieser Ehre komme. So, und ich will jetzt mal hier mit dem Scharfschützengewehr. So, zielen. Alter, wie der Held hin und her wackelt. Bam! Und das hat anscheinend keiner gehört. Da hinten ist einer, ich sehe ihn. Weg ist er. Da ist einer, ich sehe ihn. Schön. Und das sollten jetzt, glaube ich... fürs erste Mal alle gewesen sein, wollte ich sagen. Aber nein, da steht noch einer. So, kurz warten. Und tschüss. Das könnte jetzt andere angelockt haben. Dem ist aber nicht so. Nö, dem ist nicht so. Habe ich nichts dagegen. Einmal. Und zweimal. So, jetzt sollte ich eigentlich meine Ruhe haben. Agarrenlo! Oh nein! Wo denn? Wo hat er mich denn gesehen? Ach da! Geh baden! So. Ich komme zu dir runter. Kühl ist nass. Weil ich da drüben was gesehen habe. Wo? Wow! Wo kommt ihr denn her? Wo kommt ihr denn her? Aua! Schönen guten Tag, wo kommt ihr denn her? Ist es hier eine Razzia oder was? So. Das gibt's ja nicht. Ja! Geh weg! Wie viele gibt's denn noch von euch? Mit euch habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet. Hui! Vor allem weiß ich jetzt gerade nicht, ob da noch mehr kommen. Ich hab doch geschossen, die Streuwirkung hätte nicht treffen müssen. Jetzt reicht's mir hier, jetzt hat hier. Dann machen wir es halt anders. Na komm, steh auf. Meine Güte. Mit denen habe ich jetzt nicht gerade gerechnet, muss ich sagen. Ist da nicht nochmal eine Schlange drin? Ja, genau. Und ein Hühnerei. Sehr schön.
Wo die jetzt wohl hergekommen sind? So, hier muss ich aufpassen. Einmal da. Einmal da. Ich glaube, hier lag noch irgendwo oben was. Oder war das hier? Da! Das müsste eine Pfeife sein, wenn ich mich nicht irre, die man wieder verkaufen kann. So eine antike Pfeife. Ja, genau, antike Pfeife. Wo? Wo? Ach, da! Komm, steh auf. Ich hab nicht ewig Zeit. Ist hier einer? Nein. Na komm, morgen muss ich woanders sein. Die Rewe-Rabattaktion ist nur noch heute gültig. Beeil dich, ich muss da noch hin. Ich muss noch einkaufen. Heute gibt's noch zwei zum Preis von drei. Also ich sollte hier eigentlich... Ich sollte mal lieber so machen. So. Dann so. Und zack. So. Kurz nachladen. Und tschüss. Und der nächste. Und weg. Na, du lebst immer noch. Das soweit kann ich nicht messen, dann gehe ich mal ein bisschen weg. Okay. Du hinterlässt noch Muni, immerhin. Schön, TMP-Muni. Da freue ich mich immer. Okay. Ich habe daneben gemessert. Du Mistsau. Verwenden wir gleich mal frische Eier. Lecker. Rohe Eier, wer isst sie nicht gerne? Wie sieht's eigentlich? Das kann mal so. Dich kann ich mal nachladen. Schön, da ging das Ganze rein. Okay. Was hast du für... Okay, du hast maximal 5. Dann renne ich jetzt mal mit der Punisher rum. Dann will ich dich hier unten und dich ebenfalls. Und dich mal so und dann passt das schon wieder alles. Ich will zuerst hoch. Denn oben kann man eine, erstens eine Sequenz triggern. Und zweitens müsste es hier ein Kraut geben. Ja. Hi. Ist er nicht schön, der Lago?
Ein rotes Kraut, wunderbar. Das nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne an uns. Und diese Sequenz sehen wir uns natürlich auch sehr gerne an. Und wenn ich mich nicht irre, müsste es hier irgendwo ein gelbes Kraut geben. War das da drin? Ja, da ist es. So. Die können wir gleich kombinieren. So. Hätte ich eigentlich auch hier rein kombinieren können, ich Idiot, wo ich es gerade sehe. Naja. Okay. Ey, ein grünes Kraut gleich. Ja, dann macht es natürlich keinen Unterschied. Schön. Schön, schön, schön. Und ein bisschen Geld, das ist immer gut. Denn Geld regiert die Welt. So, und hier gibt es jetzt etwas Interessantes. Ich habe keinen Bock, alles nochmal nachzuspielen. Deswegen erkläre ich es euch kurz. Wenn ihr zu nahe hier rangeht, dort stehen bleibt und ins Wasser schießt, kommt der Lago und frisst euch hier weg. Er frisst euch dann, ihr steht dann hier sozusagen da. Und dann kommt er her und frisst euch. Da könnt ihr nichts dagegen machen. Ja, jetzt müssen wir einfach mal über diesen See drüber, leider Gottes. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass... Es war so klar. Alter, wie groß das Viech halt ist. Okay, und es ist Bosszeit. Der erste Boss des Spiels. Wir müssen so und einfach immer ein bisschen dem ganzen Zeug ausweichen. Okay, aufpassen. Ja, da kommt er. Und jetzt müssen wir ganz schnell schwimmen. Und sobald wir da an Bord sind, sollten wir uns heilen. Denn je angeschlagener wir sind... Je angeschlagener wir sind, desto länger brauchen wir, um wieder an Bord zu kommen. Und wenn der Lago uns erreicht, während wir noch im Wasser sind, dann war's das. So. Okay. Zück die Harpune. Weg da. Grad noch. Wo ist er? Okay, Harpune in die Hand nehmen und jetzt warten. Da! Okay, wir müssen ihn mindestens einmal treffen, damit er uns da in Ruhe lässt. Ausweichen! Ah, das war die falsche Richtung. Es war die falsche Richtung. Wir müssen schneller schwimmen. Schwimm, Leon. Leon. Ui. Knappe Kiste. Gleich mal heilen. Hier mit dem Hühnerei. Wo ist er denn? Und wieder weg, oder? Ja, wieder weg. Okay, jetzt wieder warten. Okay. Schon wieder ein paar Mal getroffen. Ausweichen. Endlich. Ja.
Und das ist jetzt gemein, wenn man hier nicht drauf gefasst ist. Dann geht man da ganz schnell down. Schnell schneiden! Und somit wäre der erste Bosskampf des Spiels überstanden. Und somit haben wir das erste Kapitel komplett beendet. Können wir gleich mal hier speichern. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Okay. Ja, wir schauen uns jetzt hier einfach mal um, nehmen ein bisschen was mit. Und das Gemeine ist, es ist jetzt mitten in der Nacht, soll heißen, jetzt kommt Resident Evil Flair auf und wir müssen noch etwas unternehmen, das wir eigentlich nicht machen müssen, aber ich will es machen. Nehmen wir erstmal den Brief hier. Im Wasserfall ist ein wichtiges Objekt. Kannst du es erlangen, gelingt es dir vielleicht, Ashley aus der Kirche zu befreien. Aber Vorsicht, der Weg durch die Kirche ist kein Zuckerschlecken. Es gibt dort einen El-Gigante. Sei also auf der Hut. Und was in deinem Körper passiert, ich würde dir helfen, wenn ich könnte, aber ich bin überfordert. Ein anonymer Brief von wem auch immer. So. Normalerweise würden wir jetzt hier lang gehen und dort das Spiel fortsetzen. Das machen wir jetzt aber nicht. Alter, es ist halt so übel. Jetzt kommt halt richtige Stimmung auf. Jetzt könnt ihr übrigens reinschießen, wie ihr wollt. Jetzt kommt kein Delago mehr. Wie denn auch, er ist ja tot. So, und unser Ziel ist nicht wieder auszusteigen. Nein. Unser Ziel sind einfach die Fackeln hier hinten. Denn wir möchten dort zu dem Händler. Da lohnt sich so ein kleiner Besuch mal. Okay. Dann können wir jetzt wieder hier... Ah, da ist nix, okay. Hi. Liegt hier was? Nein. Got some rare thing. What are you selling? Er hat, glaube ich, nichts Neues, wenn ich mich nicht irre. Aber wir können mal hier die Antikpfeife verkaufen. Thank you. Das grüne Katzenauge kann ich noch in den Bierstein. Halt, ich wollte noch nachschauen. Nichts Interessantes.
So. Okay, denn wenn ich mich nicht irre, gibt es hier den ersten Schatz für die Maske. Er ist ziemlich gemein versteckt, wie ich finde. Aber den gibt es zweimal im Spiel. So, und den... Ah, wo war das jetzt? Ich muss hier... gerade ein bisschen gucken. Das war ein ziemlich gemeiner Weg, den man nicht sofort erkennt. War das... Ah, die Kiste war das, genau. So. Ja, jetzt bin ich richtig. So, die kann weg. Die kann weg. Ja, man könnte mal... Oh, da ist er schon. Der grünfarbene Edelstein. Das ist nämlich der, den wir... der in die Maske reinkommt. Ja, und hier... wir schauen mal hier hin. Können wir tatsächlich runterspringen? Hi. Und sind jetzt hinter seinem Tresen. Was ihm... persönlich nichts ausmacht, aber hier müsste es Pistolenmunition geben. Oder was Scharfschützengewehrmunition nehmen. Ist auch gut. So, jetzt wollen wir hier erstmal ein bisschen für Ordnung sorgen. Meine Herren, hab ich hier Zeug. Oi, hab ich hier Zeug. Aber ich weiß, dass ich das alles bald verlieren werde. Und deswegen brauche ich davon nichts verkaufen. Denn das werde ich jetzt alles benötigen. Vielleicht die Scharfschützenmunition nicht. Aber sonst könnte ich eigentlich so gut wie alles davon gebrauchen. So, und jetzt fahren wir den gleichen Weg wieder zurück. Fahrt nicht hier lang. Da liegen... es liegt dort hinten Munition, es ist ein bisschen Scharfschützengewehrmunition, TMP-Munition, ein bisschen Pistolenmunition. Klingt alles traumhaft, aber dort hinten warten neue Gegner, die wir bis jetzt noch nicht kennen. Und die wollen wir auch nicht kennenlernen, aber da wartet eine Sequenz auf uns. Aber es ist eine Sequenz. Soll ich es mich trauen? Ach komm. Ich wäre ein Feigling, wenn ich es nicht machen würde. Wie gesagt, macht das nicht, meine Freunde. Macht das nicht. Es ist Munitionsverschwendung. Und es ist Adrenalin, den ihr unnötig verbratet, sozusagen. So, ganz wichtig. So. Achtet darauf, dass ihr viel seht. Spielt in einem dunklen Zimmer. Ihr müsst so viel sehen, wie nur irgendwie möglich. Weil jetzt kommen extrem gefährliche Gegner. So, ganz vorsichtig rantasten. Na, wo sind sie denn? Hier müssten sie jetzt... Da kommen sie! Darf ich vorstellen, Kolmilus! Oder Cerberus, wie sie in anderen Resident Evil Teilen heißt. Okay, wir brauchen zuerst eine Heilung. Mal Zeit für ein bisschen Action hier. Hui. Wie gesagt, unterschätzt diese Gegner nicht. Die sind saumäßig gefährlich. Die Kolmilus. Die sind saumäßig gefährlich. Hui. Lief eigentlich noch relativ gut, sage ich jetzt einmal. Mich hat nur einer angegriffen. Das lief relativ gut. Aber wie gesagt, ich würde es nicht empfehlen, hier vorbeizukommen. Weil es sich eigentlich nicht lohnt. So. Und so. Aber ich wollte es euch einfach gezeigt haben. So, und wenn ich mich nicht irre, müsste es da oben jetzt halt noch TMP-Munition geben.
Achtung, jetzt kommen gleich wieder welche, oder? War die hier oben? Ich bin mir sicher, dass hier irgendwo TMP-Munition lag. Und zwar eine 50er-Schachtel sogar. Hä? Anscheinend irre ich mich. Hier kommen wir übrigens nicht mehr zurück. Glaube ich. Aber selbst wenn, es würde uns nichts bringen. Okay. Keine TMP-Muni. Ich war mir ziemlich sicher. Aber ist okay. Ich renne jetzt mal hier extra hier am Rand so vorbei. Nicht, dass ich sie übersehe. Nee. Hä? Muss ich mich wohl vertan haben. Ich war mir jetzt hundertprozentig sicher, dass es hier TMP-Muni gibt. Aber hundertprozentig sicher. Naja. Muss ich mich vertan haben. Wie gesagt, das waren Kolmilos. Ja. Ich hasse diese Viecher. In anderen Spielen heißen sie Cerberus, in den früheren Resident Evil Teilen. Im ersten zum Beispiel. Da hießen sie Cerberus. Oder, nee, Kerberus hießen sie. Nee, oder Cerberus. Eins von beiden. So hießen sie da. Und, ja, hier heißen sie Kolmilos. Jetzt können wir hier ein bisschen entlang gehen. So, und hier geht es dann weiter. Schauen wir mal. Ja, das ist ganz okay, würde ich jetzt mal meinen. Ich sollte vielleicht mal mit dem Scharfschützengewehr rumrennen. Damit ich da ein bisschen Muni mal verbrauche. Ja, und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Und wir machen uns weiterhin auf den Weg. Wir haben jetzt gelesen, dass es hinter einem Wasserfall anscheinend etwas gibt, das uns weiterhelfen könnte. Und jetzt müssen wir erstmal diesen Wasserfall finden. Und dann mal schauen, ob wir da etwas finden, das uns weiterhilft. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play Resident Evil 4 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.